Hallihallo, Hallöchen, der liebe Leute, der Bastelhannes hier. Wir machen weiter mit dem Panzer und dabei wünsche ich euch viel Spaß. Und dann sehen wir uns nach dem Video nochmal. Also, viel Spaß! Hier so ein bisschen einen schnelleren Durchlauf machen. Dass das nachher noch zu langweilig für euch wird. Erstmal sortieren und dann schauen wir weiter. So, auf geht's. Musik ab, ein bisschen schneller laufen lassen. Thank you.
hier ein bisschen dunkler. Sprich dieses. Jenes welches. Und das werden wir jetzt auch mal ein bisschen schneller laufen lassen. Das sind nämlich ein bisschen zu viele. Also, Musik ab. Jetzt noch ein bisschen die diese Stiele hier zum Beispiel ein bisschen wenigstens aussah, als wenn das mal die Farbe gehabt hätte. So, dann haben wir hier noch irgendwo so ein bisschen was mal Holz sein könnte. Okay. So, nun kommen wir dazu, die Räder. Die Räder, ja. ranzumachen. Jetzt muss ich erstmal ganz kurz was schauen. Und zwar, ob das hier alle die gleichen sind. Denn wenn ja, brauche ich nicht großartig rumzusuchen, weil vorne etwas kleinere sind.
nämlich hier. Natürlich andersrum. Und dann kommt hier dieses schwarze Ringelchen hier rauf. So wie wir es jetzt schon mal bei dem anderen gemacht haben. Und dann kommt eigentlich dieses Teil hier rauf. Und dann sollte sich das Ding auch noch drehen. So, so sieht der Plan aus. Schauen wir mal, ob der Plan auch so aufgeht. So, einmal ein kurzes, kleineres Rad, so rum. Warum? Jetzt wird's. So. Da dreht sich irgendwie besser. So, und damit haben wir die beiden kleineren Räder hier dran und jetzt kommen hier immer diese größeren. Versuchen wir das schon mal so, erst diese Dinger hier drin stopfen. Okay. Also wird das natürlich nichts. Hätte ja sein können, nicht wahr? So. Und den und den und den. Muss man immer ein bisschen drehen, dann laufen die auch gut. So. Ich glaube, ich habe das entdeckt, warum, weshalb das jetzt so ein bisschen schleppend läuft. Ich gucke mir das mal ganz kurz an. So, liebe Leute, diese Dinger hier vorne, die waren so ein bisschen durch die Farbe und alles ein bisschen
Ja, zu dick, sage ich jetzt mal. Und dadurch hat das alles nicht so richtig funktioniert. Allerdings muss ich jetzt sagen, was ist jetzt mit dem hier los? Eben hat es doch noch, war es doch noch okay gewesen. Einfach ein bisschen abschleifen, ein bisschen mit dem Cuttermesser rein. Und dann sollte das eigentlich funktionieren. So. Jo, gut. Dann bereiten wir mal die Kette vor und dann geht's weiter gleich. So, eine Kette haben wir schon zusammen und die andere machen wir dann mal so hier zusammen. So, wird zusammengeklemmt, dann habe ich hier meinen Lötkolben. Die Spitze benutze ich sowieso nie, also von daher. Ist das nicht so schlimm, wenn man das jetzt mal so benutzt? Nicht wahr? Nicht wahr? Okay. Dann haben wir das ja auch schon erledigt, sage ich mal jetzt so. Die Spitze abkühlen lassen und dann haben wir's. So, dann schauen wir mal, wie wir diese Kette jetzt hier so rüber kriegen. Oder machen wir das einfach mal umgekehrt. Wir haken das Ding mal hier ein. Okay. Ich auch noch nie gemacht sowas. Hihihi. Ganz schön straff, der Junge. Aber es bewegt sich, es dreht sich, es bewegt sich. So, das machen wir jetzt hier wieder. Das mal so. Und okay, eine hat gut geklappt, eine weniger gut. Oder wir hatten das umgekehrt gemacht, ich glaube, ich habe hier unten alles reingefädelt und vorne wieder halt rausgenommen. Nein. Einfach so ein bisschen weiter gedreht, oder? Jo. Okay. Ganz schön straff, aber es geht. Es geht, liebe Leute. Es geht. So. Dann
kommen wir ja eigentlich nur noch dazu, jetzt alles zusammenzubauen. Leichter gesagt als getan. Ja, wunderbar. Jetzt komme ich da natürlich nicht mehr so richtig ran, weil die Ketten da jetzt sind. Zack. Aber wir kleben jetzt erst einmal hier vorne. Vielleicht reicht das ja auch schon. Den kommt hier rüber, dann kann das sowieso nicht abhauen. Wo ist denn das Ding jetzt hier zusammengeklebt? Gut, dann glaube ich, brauchen wir gar keinen Kleber mehr, weil jetzt kommt dieses Scheibenhonig-Teil hier noch auf. Alter! Hammer! Echt Antennenabrupfer! So, und die Kanone kommt hier so ran. Und irgendwie oh ja, liebe Leute, dann ja, müssen wir jetzt nur noch die Dicke drauf machen. Dann trimmen wir den noch so ein ganz klein bisschen auf alt. Und aber das dreht sich, alles dreht sich, alles bewegt sich. Okay, dann schauen wir uns dann mal gleich nochmal die Deckels an. So, dann geht's mal los. Thank you.
schon. Den haben wir auch schon so gemacht. Ein bisschen Wasser nochmal rüber. Jo. Jo, jo, liebe Leute, holo, jo. Ja, jetzt werden dann eben halt noch die Rücklichter hier noch angemalt. Und jo. Und dann sind auch nur noch die Figürchen. Das muss ich dann mal sehen, wann ich die denn noch mache. Also, das werden wir denn noch sehen. So, liebe Leute, das war jetzt wieder eine Folge von dem Panzer von Tamir, den M41 Walker Bulldog. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ja, lasst gerne einen Kommentar oder einen Daumen da. Und wer noch nicht hat, kann auch gerne meinen Kanal kostenlos abonnieren. In diesem Sinne wünsche ich euch einen wunderschönen Tag. Bis denn dann, euer Bastel Hannes. Ciao, ciao.